Jetzt einfach mal mitkommen, jetzt einfach mal dabei sein. Gemeinsam über den Hamburger Dom spazieren. Gleich geht's los, ab durch die Mitte, Baby. Party, Party, Party. Die meisten kennen das Angebot ja, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Kalle hat's angenommen, erst 18 und seit einem halben Jahr Aushilfe. Es ist sein zweiter Rummeleinsatz. Ist das wie so eine große Familie oder ist das Quatsch? Sagen wir so, eine große Schaustellerfamilie finde ich persönlich ist es nicht. Also erstmal schon mal sehr ungewöhnlich. Ich habe die Doku schon gesehen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, aber erstes Ding. Der interviewt ja keinen Schausteller gerade, ne? Also ihr müsst ja bedenken, das ist einfach, ist ja eine norddeutsche Doku, also würde ich mal sagen, irgendein Dulli, der da aushilft. Ehre genommen. Ohne jetzt böse zu meinen erstmal, ne? Der da jetzt quasi interviewt wird. Also, Schausteller ist das nicht. Aber gut. Aber es gibt so viele, wie in der Schule, so kleine Klicken oder sowas. Heute gehört er zur Rummelfamilie. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass sie mich so akzeptiert haben. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber sie haben mich tatsächlich doch einfach akzeptiert, als würde ich dazugehören. So wie sie selber. Sie sehen sich nicht als was Spezielles. So hier auf dem Dom oder allgemein unter den Schaustellern gibt es, glaube ich, dieses ich bin was Besseres als du, gibt es was gar nicht. Ich meine, ich kann nichts anderes beweisen oder sagen, aber also für mich, wenn ich jetzt ihn höre, wie er das sagt, dann würde ich sagen, kommt ihr vielleicht so rüber, aber ich kenne keinen Schaustellerbetrieb, der, jetzt sagen wir, selbst wenn der so ist wie Cosmo. Cosmo! Weißt du, was ich meine? Dann ist das vielleicht ein Kumpel und mit dem kann man Spaß haben, mit dem kann man zusammen lachen. Trotzdem weiß ich genau, dass Cosmo jederzeit sagen kann, du, ich komme nicht mehr. Und das ist bei ihm doch genauso. Also werde ich Cosmo nie auf eine Stufe heben, wo ich sage, das ist mein Freund, Kumpel, der lässt mich nicht hängen. Ich behandle den gleichwertig, weil ich genau weiß, es kann immer sein, dass der nicht mehr kommt. Und dasselbe ist es bei jedem anderen Schausteller und bei ihm doch auch. Klar, vielleicht kann es sein, dass sie sich gut mit ihm verstehen, aber dass sie den auf dieselbe Stufe heben wie sich selber, wage ich stark zu bezweifeln. Sehr stark zu bezweifeln. So Dom kannst du schon als kleines Viertel irgendwie benennen. Weißt du, wie mir das rüberkommt? Kennt ihr Kevin? Bei uns? Das ist sozusagen den ihr Kevin eigentlich. So Freunde, schnallt euch an, wir starten gleich. Ready, ready, go! Am besten scheppern und schmerzhaften ist es, wenn er rückwärts fährt und du von hinten drauf fährst. Dann springt der ganze Scooter, das Auto von vorne. Beste. Das freut sich jeder Schausteller drüber, wenn man das mit seinem Autoscooter macht. Früher Nachmittag, langsam füllt sich der Autoscooter. Weil ich jetzt eine Drecksmöhre kriege. Zisch ab. Soll ich ihn beleidigen oder lassen wir das einfach so stehen? Wir lassen es einfach so stehen. Na, der sieht doch aus wie ein Chef und das ist er auch. Sascha ist 30 und schon sein ganzes Leben im Rummelgeschäft. Wenigstens, also die Reportage geht 11,5 Minuten und jetzt bei 3 Minuten 40 unterhält er sich endlich zum ersten Mal mit einem richtigen Schausteller. Ihre. Seit 2 Jahren führt er den Autoscooter zusammen mit seiner Frau. 2 Jahre ist noch nicht lange. Ich bin auf der Reise groß geworden. Was ist deine Lieblingsveranstaltung? Hamburger Dom. Also für Schafen, Assel und Drochtassen. Die sind auch sehr anstrengend. Also du machst da auf, ganz normal 13 Uhr, 14 Uhr. Dann geht das ja bis nachts, morgens 4, 5 Uhr. Oh, das ist lang. Bei halb 6, halb 7 sogar. Keine Sperrstunden. Respekt. Kann man da gar nicht im Kreis fahren. Lässt du mich mal ins Mikrofon? Oh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was ich sagen soll. Ach, da hat er sich nicht getraut, oder was? Da fragt er und dann traut er sich nicht. So, jetzt wieder dabei sein, jetzt wieder einsteigen, jetzt die Fahrtchips hier an der Kasse lösen. Hier ist für jeden was dabei, hier kann jeder mitfahren, ob klein, ob groß, ob alt, ob jung. Jetzt dabei sein, jetzt die Fahrtchips an der Kasse lösen. Nächste Runde geht gleich los, einsteigen dabei sein, jetzt hier, ab geht's. Oh, der sieht cool aus. Der Hamburger Dom hat seine Ursprünge im 11. Jahrhundert.
Damals als Schlechtwetterquartier für Händler und Handwerker, Gaukler und Quacksalber. Heute ist es eine Megaparty. Er lädt uns ein in die Welt hinter den Trennwänden, die Welt hinter dem ganzen Remi-Demi. Also keine Raucher. Nee, danke, danke, danke. Erstmal Fluppe an, Junge. Erstmal Fluppe an. Von rein. Das heißt, Sie waren Schausteller, dann 2 Jahre Gaswerke und dann ja wieder Schausteller. Ja. Und dass Sie nach den Gaswerken wieder Schausteller wurden? Schuld mein Vater. Weil der gesagt hat, komm zurück. Ja. Das heißt, Ihr Vater hat das Schaustellerleben so, oh, richtig, noch eine, so richtig geliebt, ja, und so. Er hat das geliebt und genossen. Geliebt und genossen, ja. Für den war die Hölle, die Strafe, irgendwo 2 Wochen zu stehen. Also das kann ich absolut bezeugen, das war bei meinem Opa nicht anders da, ne? Also mein Vater ist auch schon echt so geworden. Wenn nichts ist, da drehen die ab. So, wenn es nichts zu tun gibt, da drehen die ab. Weiß nicht, was los ist. Das ist, bei den Alten ist das so. Die drehen ab. André Richters drückt die Knöpfe in dritter Generation. Und danach wird wohl Schluss sein, denn die eigenen Söhne haben wenig Lust auf das Familienkarussell. Macht's denn nach all den Jahren trotzdem immer noch Spaß? Wenn die Kinder Spaß haben und sich freuen, dann macht das Spaß, ja. Ansonsten nicht mehr so viel. Weil es immer wieder das Gleiche ist oder weil man irgendwann so die Lust dran verliert oder weil die Konkurrenz größer wird. Wie lange gibt es schon Bibel als Betrieb? Als Betrieb gibt es uns seit, jetzt muss ich selber mal gucken, ich glaube 76. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Nach 49. Ach, 76, wie kommen wir auf 76? Seit 1949. Ich hatte es hier aufgeschrieben. Also seit 60 Jahren. Quick Maths. Nee, seit 70 Jahren. Kann ich rechnen. Seit 70 Jahren. Nee, seit 60 Jahren. Quick Maths. Seit 70 Jahren. So. Seit 70 Jahren gibt's uns. Ja, aber ist 3 Wochen rum. Das ist normal. Wäre ich eher gekommen, hätte ich Ihnen geholfen. Ja, ja. Ah, ja. Das war geil. Hätte ich gekommen, hätte ich ihm geholfen. Und ich so, ja, ja. Und er, ja, 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 ja. Das sind immer die Besten. Das sind immer die Besten. Ne? Wenn es rum ist, wenn es vorbei ist, dann sagen, also, ich hätte ja geholfen, hättest du was gesagt. Ne? Umzug, bin gerade umgezogen. Ja, hättest du gesagt, dass du umziehst, ich hätte geholfen packen. Ne? Und wenn du vorher fragst, dann, ich habe da leider Termine. Ich hab da leider, kann ich nicht, ich hab Termine. Oh Mann. Geholfen. So, zurück zum Autoscooter. Auch Kalle zeigt uns, wie es hinter der Rummelbühne aussieht. Puh, stimmt das mit der ganzen Schaustellerromantik, mit Freiheit, Spaß und Abenteuer? An sich habe ich einen anderen Traum gehabt und den lebe ich auch irgendwann noch weiter. Das ist Programmieren und so ein Krimskrams, aber das Schaustellerleben kann. Nein. Du lebst diesen Traum nicht. Bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass du das nicht machst. Irgendwann habe ich dann einfach mal mitgeschoben, die Autos wieder an den Rand. Und das hat Sascha gefallen, sag ich jetzt mal. Also wir kamen da besser dann durch in Kontakt. Und dann ich so, ja, willst du denn nicht hier mithelfen ein bisschen? So, jetzt helfe ich mit. Und kriegen wir sie alle. Kriegen wir sie alle. Wenn ein Schausteller merkt, der eine stellt sich nicht ganz so doof an. So schnell geht das. Es geht schneller, als man guckt. Also einmal in den Clown des Autos, gut, dass da kommt. Ich will auch nur. Das ist wie Bangkok. Bangkok hat ihn jetzt. Die Schausteller haben ihn jetzt. Alles klar, alles ready. Wir legen los. Wasche reinstecken. Nervous. Das war's. Ich würde ja gerne den Bumsspruch noch bringen. Darf ich den bringen? In der Mitte nicht so hart bumsen, sonst platzt der Gummi. Vor allem weg. Guck mal, sein Blick dabei. Sein Blick. Ey, guck mir nicht so in die Augen. Ja. Sein Blick dabei, ja, Legend. Digga, er guckt mich halt genau an jetzt. Ich hab Scheiß gestoppt. Oh shit. Guck nicht so vorwurfsvoll.
Einmal am Mikro gewesen. Oh shit. Ja. Ich habe die Doku schon mal gesehen. Und ich finde die nicht so gut, auf jeden Fall. Ich fühle die nicht. Das ist so richtig. Allein schon hier, ne? Da wird hauptsächlich wird als Schausteller, ja, mit ihm natürlich noch ein bisschen hier vom Karussell, ne? Aber hauptsächlich wird mit hier so einem, ja, mit so einem Dulli gesprochen. Ehre genommen. Der da nur Aushilfe ist, ja? Klar, der kann auch mal die Sicht von der Aushilfe erzählen oder so, aber, ja, weiß nicht. Also, was steht hier drin? Rummel-Knochenjob. Also vom Knochenjob hat man jetzt hier gar nichts gesehen, dass sie da irgendwie mal aufbauen, abbauen mal mitgezeigt haben. Wie lebt's hinter den Kulissen dieser riesigen Party? Ich meine, war jetzt auch keine sehr lange Doku, aber trotzdem. Unser Reporter hat Wochenende Hamburger Dom verbracht und einen Besitzer eines Karussells und den Betreiber einer Autoscooter begleitet. Also begleitet ist für mich was anderes, als kurze Sätze mit denen zu wechseln. Weißt du, wie ich meine? So. Also ich fand die Ding schon, ich habe die schon mal gesehen, aber ich wusste jetzt auch nicht mehr, guck mich nicht mal an, alles ist schon eine Weile her, die ist ja schon, wie lange gibt's die schon? Seit 2017. Und ja, also hier mit einer Aushilfe sich unterhalten ist, nicht hinter die Kulissen gucken. Ja. Und war auch ziemlich, fand sie nicht gut, war keine gute Reportage. War keine gute Reportage. Es geht nicht immer darum, dass man einen Schausteller gut dastehen lässt oder so. Das meine ich jetzt nicht damit. Aber, also die Reportage kann ich einfach nicht ernst nehmen. So.